Hallo und willkommen zur Albenrevue. Heute möchte ich mal über ein Album sprechen, das nicht unbedingt bekannt ist, aber sich gut in die Albenrevue einfügt, weil ich gerade die Reviews über die Alan Parsons Project Alben aus der Zeitung 1984 mache und da passt es hier sehr gut rein. Ich hatte schon an anderer Stelle, glaube ich, gesagt, dass die Bandmitglieder von The Alan Parsons Project durchaus vor ein existenzielles Problem gestellt waren, da diese Band nicht tourte. Und für professionelle Musiker, gerade Rockmusiker, ist eine Tournee deutlich ein wichtiger Beitrag zu deren Einkommen. Die Sache ist vielleicht ein wenig so. Wir, die diese Band und diese Musik mögen, neigen manchmal dazu, die Mitgliedschaft in The Alan Parsons Project etwas zu romantisieren. In Wirklichkeit hatte diese Band immer nur zwei Mitglieder und das waren Parsons und Wolfson. Alle anderen waren eigentlich nur angeheuerte Studiomusiker mit überschaubarer Bezahlung und keinen tiefen Vertragsansprüchen an die Band. Nach 6 oder 7 Jahren fühlte sich das natürlich nicht mehr so an, da Parsons und Wolfson immer mit den gleichen Instrumentalisten arbeiteten. Doch was das etablierte Trio aus Stuart Elliott am Schlagzeug, David Payton am Bass und Ian Berenson an der Gitarre betraf, waren diese drei stets gefordert, sich die restlichen 10 Monate im Jahr nach Arbeit umzusehen. Also in jener Zeit, in der andere Bands dann das aufgenommene Studioalbum live touren würden. Doch diese Band spielte eben nicht live. Und Alan Parsons half dem stets auch etwas nach und zog auch mal den einen oder anderen Studiojob für sie an Land. Erwähnt hatte ich zum Beispiel die frühen Alben von Kate Bush, wobei Stuart Elliott letztendlich ein wiederkehrendes, wenn schon nicht konstantes Mitglied von Kate Bushs Band blieb. Ich glaube, eine der aufwendigsten Maßnahmen zur Beschäftigung der Musiker bei The Alan Parsons Project war die Gründung der Band Keats, die sehr kurzlebig war und nur dieses eine gleichnamige Album herausbrachte. Die Band und das Album wurden von Alan Parsons Project produziert und abgemischt und sollten eben ein Spin-off-Projekt sein, bei dem die Musiker ohne Eric Wolfson ihre eigenen Songs schrieben und aufnahmen. Und das Line-up trieft nur so vor erfahrenen Studiomusikern. Gesang: Colin Blunstone, Gitarre: Ian Berenson, Bass und Gesang: David Payton, Schlagzeug: Stuart Elliott und an die Keyboards holte man den hervorragenden Camel-Keyboarder Peter Bardens. Hinzu kamen einige Aufnahmen mit Richard Cottle, der vor allem das Saxophon hier spielt. Also in gewisser Weise war das schon eine Art Supergroup. Die Musik ist extrem poppig und besitzt sichtlich auch ein starkes Echo von The Alan Parsons Project. Die Jungs schrieben hier alle ihre eigenen Songs und es gibt ein paar verdammt gute Popnummern hier. Die Musik hat diesen coolen Artrock-Vibe, der die Verwandtschaft mit Project doch recht deutlich macht. Die erste Nummer ist ein solider Einstieg, ein Lied von Peter Bardens mit dem Titel Heaven Knows. Das zweite Stück ist schon mal ein ziemlich tolles Highlight auf diesem Album, ein Track namens Tragedy, geschrieben von Colin Blunstone und Stuart Elliott, also dem Sänger und dem Schlagzeuger der Band. Und diese Nummer klingt großartig. Es fühlt sich fast an, als würden die beiden Eric Wolfson channeln. Also das ist ein Top-Track. Das dritte Stück stammt erneut aus der Feder von Peter Bardens und trägt den Titel Fight to Win. Solider Rock in einer typischen Atmosphäre der 80er Jahre. Wenn ich mir nun die ersten drei Tracks auf diesem Album so anschaue, dann muss ich sagen, diese Platte hätte es allerdings verdient, populärer zu sein, denn die Musiker machen hier nichts falsch. Sie wollen ein Album aufnehmen, das gut im Ohr liegt, das poppig ist, aber auf hohem Niveau und etwas gehobenem Stil. Und das gelingt großartig. Einige der Tracks hätten eigentlich schon Potenzial für kommerziellen Erfolg besessen, aber so ist die Musikindustrie. Aber schauen wir weiter, wie diese Platte sich entwickelt. Bei der vierten Nummer gibt es einen gewissen Stimmungswechsel. Das Stück trägt den Titel Walking on Ice und stammt aus der Feder von David Payton.
Das Lied ist fantastisch, ein totaler Gassenhauer. Also das Album hätte wirklich viel bekannter sein müssen. Ich nehme an, dass EMI nicht viel Interesse zeigte, das Album sehr zu promoten, aber wir sind hier in 1984, in der Zeit von Top of the Pops und Thomas Dolby und Art of Noise und Spandau Ballet. In diese musikalische Kerbe hätte ein Song wie Walking on Ice total einschlagen können. How Can You Walk Away ist der letzte Track auf der A-Seite und ein ziemlich konventioneller Rocksong von David Paton. Ein Rocksong, der sich bewusst in der Mitte der Straße aufhält. Die Komposition mutet sehr amerikanisch an und erinnert ein wenig vielleicht an Steve Miller Band. Der Song ist okay und das Gitarrensolo von Ian Berntsen am Ende ist verdammt gut. Die B-Seite, die beginnt mit Avalanche und stammt von Peter Bardens. Das ist eine waschechte Ballade und auf den ersten Blick vielleicht nicht so interessant, aber ich höre da ein paar sehr charmante Keyboard-Sounds und auch Harmonien, die sehr geschmackvoll eingespielt sind. Ich glaube, auf der CD-Version hatte man hier die Reihenfolge mit dem vorhergehenden Lied getauscht. Turn Your Heart Around stammt von David Paton. Das ist eine charmante, energetische Nummer und erneut ein solides Gitarrensolo von Ian Branson. Gerade die Verse erinnern sehr an The Alan Parsons Project. Aber da wird dann auch deutlich, dass diese Musiker hier in all den Jahren bei Alan Parsons Project durchaus auch den Sound mitentwickelten und diesen prägten. Die Credits kriegt heute musikhistorisch natürlich alle Alan Parsons ganz allein. Aber hier kann man auch deutlich hören, wie sehr diese Kombination aus Musikern durchaus eine eigene Handschrift besaß, die auch eben in einer anderen Aufnahmesession zur Geltung kam. Hollywood Heart ist ein Lied von Ian Berntsen mit einem leidenschaftlichen Saxophon von Richard Cottle. Das ist jetzt eine jazzige Popnummer, die sehr langsam und soulig ist, aber auch mit einem gekonnten und sanften Groove. Colin Blunstone singt sich hier die Seele aus dem Leib. Das vorletzte Stück auf diesem Album trägt den Titel Ask No Questions und stammt erneut von Ian Berntsen. Und das ist eine leichtherzige und doch auch eine etwas mysteriös klingende Popnummer mit extrem viel Charme oder dieses coole Keyboard-Solo von Peter Bardens, aber leider nur ein paar Sekunden im Fade-out. What a shame. Das letzte Stück auf diesem Album stammt dann wieder von Colin Blunstone und Stuart Elliott und heißt Night Full of Voices und hat diesen triefenden, herzzerreißenden Refrain, ein melancholischer Abschluss für ein Album, das man mehr als nur solide bezeichnen muss. Das CD-Reissue besitzt noch den Bonustrack Give It Up, den man hier nicht findet, ebenfalls von Ian Berntsen. Und dieser Song ist auch in der Top-Liga und eindeutig aus Gründen, aus reinen Gründen des Platzmangels nicht auf die ursprüngliche Platte draufgekommen. Ihr könnt euch nun mein Fazit schon denken, das ist eines dieser Alben, die unverdienterweise von der Bildfläche verschwunden sind. Dabei sind hier einige der Tracks besser als das, was im selben Jahr Eric Woolfson und Alan Parsons parallel für Project aufnahmen. Somit ist das hier eindeutig ein würdiges Geschwisteralbum zu Alan Parsons Project Sachen und durchaus jedem Alan Parsons Project Fan zu empfehlen, als eine Erweiterung der eigenen Sammlung. Auf jeden Fall gibt es an diesem Album nichts, wofür sich die Band schämen müsste. Da ist kein einziger Stinker dabei, kein Filler, nicht alle Tracks fühlen sich wie Hitmaterial an, was immer das heißt, aber es ist ein extrem gültiges und effektives Popalbum, das eine Menge Aufnahmen von Toto oder Foreigner in den Schatten stellt. Denn diese Bands wiederum hatten zwar gigantomanische Hits, aber wenn man sich dann den Rest ihrer Alben anhörte, war es dann so ein okay. Oder auch mal todlangweilig. Aber Keats hält die Spannung ununterbrochen aufrecht und präsentiert hier einen guten Song nach dem anderen. Und keine einzige Nummer reißt einen raus aus der Erfahrung. Da gibt es keinen Moment, wo man denkt, okay, das ist jetzt grotesk. Was habt ihr euch dabei denn gedacht? Ein sehr qualitatives Album, das durchaus begeistern kann, wenn man ihm eine Chance gibt. Klar, es ist gefällige Popmusik und kein Progressive Rock oder Jazz Fusion. Aber für mich ist das ein perfektes Album für eine gemütliche Wohnzimmerparty. Und übrigens, nur am Rande, als dann die Alan Parsons Project endgültig zerfallen war, also ein paar Jahre später, und Alan Parsons sich endlich mit der Idee beschäftigen musste, ohne Wolfson ein Soloalbum rauszubringen, was hat er getan?
Er hat sich genau aus diesem Pool an Musikern bedient und Ian Berenson, Richard Cottle, Stuart Elliott und Andrew Powell an Bord geholt, hat sie alle die Lieder schreiben lassen und hat lieber gemütlich auf dem Rücksitz Platz genommen, gewahr dessen, was er an diesen Musikern hatte. Somit, dies mag nicht das Album sein, das ich mir oft anhöre, weil ich grundsätzlich nicht so viel Pop höre, aber jedes Mal, wenn ich es höre, bin ich überrascht, wie gut und wie konsistent diese Platte ist. Deshalb gebe ich hier guten Gewissens 4 Sterne. In der Hoffnung, dass nun, fast 40 Jahre später, das Album vielleicht doch noch ein paar neue Fans findet. Das war Keats von Keats aus dem Jahr 1984. Bis zum nächsten Mal.